sehr zufrieden. Wir hatten ein bisschen Probleme bei den Proben. Und zwar deshalb, weil wir ja vor ungefähr 4 Wochen das gleiche Konzert, oder mehr oder weniger das gleiche Konzert schon mal gegeben hatten. Und dann ist natürlich bei Musikern oftmals so, dass sie sagen, naja, haben wir ja schon mal gespielt, kriegen wir locker hin und dann machen wir mal. Heute war es dann wieder konzentriert und gut. Ich halte das für ein besonderes Konzert, weil, für uns jedenfalls, wir haben ja so eine Aufteilung, dass wir sagen, in den Wintermonaten konzentrieren wir uns auf Stücke, die nicht nur, sagen wir, nicht nur vom Publikum gefordert werden, wie auf den Schützenfesten im Sommer oder sowas, sondern auch auf solche Sachen, die wir einfach mal erarbeiten wollen, die uns auch, sagen wir, in der musikalischen Leistung weiterbringen. Und da ist natürlich sowas wie die Lohner Kulturtage ideal dafür. Als Dirigent ist man immer leicht dabei, ein klein bisschen zu viel zu fordern. Aber so muss das dann irgendwie auf den Nenner kommen. Der Peter Sieber hat das, glaube ich, eben ganz gut gesagt. Es ist immer Geben und Nehmen. Und dann muss man gucken, dass man das Beste draus macht. Das sind ja alles Leute, die das nebenberuflich machen und nicht immer Zeit haben.